Eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, dass in unserer florierenden Wirtschaft der Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit und zurück möglich ist. Sicherlich nicht überall sofort umsetzbar, sollten aber diese Möglichkeiten aber viel öfter in klugen Unternehmen mitgedacht werden, um den Arbeitsort für die Beschäftigten attraktiv zu gestalten. Es ist höchste Zeit für die Umsetzung eines solchen Gesetzesvorhabens und die jetzige Lösung darf getrost als erster Schritt auf einen Weg bezeichnet werden, vor dem aber noch ein großer Weg vor uns liegt. Es ist traurig genug, dass die Möglichkeit, Familie, Leben und Beruf nicht nur, aber auch durch flexible Arbeitszeiten unter einen Hut zu bringen, über die Legislative vorgegeben werden muss. Was ist gute Arbeit, was ist gutes Leben? Und wie ist das vereinbar und was gehört dazu? So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich fallen ganz sicher die Antworten aus. Ebenso sicher aber gehören flexible Arbeitszeitmodelle dazu. Und flexibel heißt in diesem Zusammenhang auch anpassbar auf die jeweilige individuelle Lebenssituation. Und die kann sich im Laufe eines Berufslebens mehrfach ändern. Manchmal nach 4 Wochen, manchmal nach 4 Jahren und manchmal geschehen Dinge, auf die Frau und Mann spontan reagieren muss. Und es muss möglich sein, von einem Modus in einen anderen zu wechseln, ohne tiefgreifende Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Klug geführte Unternehmen geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, diese Verantwortung und Pflichten wahrzunehmen, solange es notwendig und gewünscht ist, mit oder ohne gesetzliche Vorschriften. Der Gesetzesvorstoß der SPD aber macht diejenigen Unternehmen darauf aufmerksam, dass Umdenken und Flexibilität helfen können, gut und zuverlässig arbeiten im Unternehmen zu halten. Denn eines steht schon immer fest. Wer für sich selbst, für Angehörige oder Fremde bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, ist auch im Job engagiert und verlässlich. Zu guter Arbeit gehört ein gutes Miteinander an der Arbeitsstelle. Die Verantwortung liegt dabei nicht immer nur beim Unternehmen. Auch die unternehmerische Freiheit, auf Voll- und Teilzeitwünsche der Arbeitnehmenden einzugehen, haben die Arbeitgeber schon längst. Und so tun sie gut daran, darauf zu setzen, hat ein Arbeitskräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung in Thüringen schon längst eingesetzt. Gute Leute im Unternehmen zu halten, das geht am besten mit guten Arbeitsbedingungen und dem gegenseitigen Respekt, Verständnis und die Kommunikation darüber vorausgesetzt. Es gibt in Thüringen eine gute flächendeckende Kinderbetreuung und dennoch steht es den Eltern frei, mit ihren Kindern gerade in den ersten Lebensjahren Zeit zu verbringen und dazu Kindergartenzeiten und Arbeitszeit zu reduzieren. Und es gibt Situationen, da ist es nicht für die eigene Entscheidung, sondern es sind dann die Umstände, die es nötig machen, Arbeitszeit zu reduzieren, um Angehörige zu Hause zu pflegen. Denn da ist auf der einen Seite die hohe Erwartungshaltung der Gesellschaft an Familienangehörige, natürlich selbstverständlich erkrankte Familienmitglieder zu pflegen, und auf der anderen Seite natürlich immer noch der Anspruch der Arbeitgebenden, dass sie die Leistung, die im Arbeitsvertrag vereinbart, erbringen. Die Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit aus dem Februar diesen Jahres zum Thema Pflegeverantwortung basiert auf den Antworten von mehr als 4.700 Beschäftigten. Die Ergebnisse zeigen, dass 9% der Beschäftigten in Deutschland mindestens für eine Person eine Pflegeverantwortung tragen. Hier sind Frauen mit 10% und durchschnittlich 15 Wochenstunden in der Verantwortung und damit etwas häufiger vertreten als Männer mit immerhin 8% und durchschnittlich 12 Stunden. Und das neben der normalen Berufstätigkeit. Besonders betroffen sind davon vollbeschäftigte Frauen. Für fast 3/4 aller Beschäftigten mit Pflegeverantwortung geht das mit Vereinbarkeitsproblemen einher und über die Hälfte dieser Beschäftigten wünscht sich die Möglichkeit von betrieblichen Auszeiten, flexiblen Arbeitszeiten und zeitlich begrenzte Arbeitszeitreduzierung. Diese Beispiele zeigen, es geht um Arbeit, die zum Leben passt, wie mit Arbeitsminister Heil bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs betonte. Auch wenn gerade in Thüringen mit den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen noch nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren, hoffen wir mit diesem Gesetz, der noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet wird, wir damit den Weg freimachen für weitreichende Möglichkeiten und vor allen Dingen dem Abbau der hohen bürokratischen Hürden und der wirklichen Umsetzung der Vereinbarkeit von Familie, Leben und Beruf für Thüringen und für das ganze Land. Herzlichen Dank.